Hallo, liebe Freunde des gefalteten Blattes, ich bin Tavin von Tavins Origami-Anleitung und heute zeige ich euch, wie man so einen Spannbettlaken faltet, weil ich habe mir letztens neu gekauft und günstigerweise war da so eine Anleitung bei, aber die ist nicht ganz so einfach zu verstehen und deshalb dachte ich, ich zeige euch das mal, weil ich finde, es ist ein ziemlich cooler Trick, um schön gefaltete Bettlaken zu machen. Ich gehe jetzt natürlich erstmal davon aus, dass ihr die noch nicht schön zusammengelegt habt und deshalb nehmen wir uns jetzt erstmal die zwei Ecken, die oberen Ecken, wo auch immer ihr oben haben wollt, und machen die Naht nach außen, ja? Also nicht auf links drehen. Hier, da ist die Naht, also ist da innen und außen ist schön flach und wir legen jetzt die beiden Ecken hier so oben hin, schön, dass die zu sehen sind, die Nähte und die Kanten, so wie es sein soll, da kommen ja die Ecken von den Matratzen auch rein und jetzt kommt der eigentliche Trick, wir nehmen die unteren beiden Ecken, schlüpfen da unsere Finger rein, so dass die Nähte nach außen zeigen, ja? Also hier sieht man die Naht und jetzt stecken wir einfach die Ecken ineinander, also ich packe jetzt hier so meine Hände dazwischen, wie so ein Gespensterarm und stecke hier Ecke in Ecke und Kante auf Kante, so dass die Nähte am besten genau aufeinander liegen, dann jetzt ist es mir verrutscht, weil das Bettlaken, das war auch schon mal zu einer Kugel zusammengeknüttelt, wie man das eben macht, wenn man es nicht richtig kann. Es ist viel einfacher, wenn ihr es direkt macht, nachdem ihr es gewaschen und danach ein bisschen getrocknet habt. Jetzt stecke ich hier die Ecke in die Ecke und da drüben auch. Wunderbar. Zack. Damit ist der schwierige Teil schon erledigt und dann lege ich hier noch die Ecken so schön hin, dass es aussieht im Prinzip, als ob es ein halbes Spannbettlaken wäre. So, und dann können wir es falten, wie wir wollen. Also zum Beispiel direkt in die Hälfte oder erstmal wie so ein Schrank, dass die Kanten glatt sind. Aber ich lege es jetzt einfach so hin und falte es dann noch einmal und noch ein letztes Mal. Und das ist es dann auch schon. Wunderbar gefaltete Spannbettlaken. Ich hoffe, euch hat der Trick gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!